herzlich willkommen aus dem EchoBot Headquarter hier in Karlsruhe. Die Corona-Krise hat das Land weiterhin fest im Griff und auch wir arbeiten zum größten Teil alle noch aus dem Homeoffice bei EchoBot. Ich möchte mir es aber trotzdem nicht nehmen lassen, Ihnen auch in diesem Monat wieder ein kleines Update zum aktuellen Status in unserem Video-Newsletter zu geben. Drei Themen habe ich dabei, fangen wir gleich an. Thema Nummer 1, EchoBoost. Unser Kundenevent ist leider jetzt komplett für dieses Jahr abgesagt. Alle von Ihnen, die schon bezahlt haben, werden selbstverständlich in den nächsten Tagen ihre Ticketgebühren direkt zurückerstattet bekommen. Der Content von unserem Event ist aber nicht verloren. Wir werden es zwar nicht im Oktober, wie ursprünglich angekündigt, nachholen, sondern sehen uns in Persona dann erst wieder in 2021 alle hoffentlich wieder. Aber der Content ist nicht verloren. Wir werden diesen umwandeln in eine neue Webinar-Serie. Wenn Sie daran jetzt schon Interesse haben, können Sie sich registrieren unter echobot.de/webinar und dort werden wir alle Vorträge, alle Inhalte, die wir für das EchoBoost-Event geplant hatten, in den nächsten Wochen und Monaten Stück für Stück hochladen und aufnehmen, sodass Sie alle Informationen, die Sie sich gewünscht hatten, dann auch digital erhalten können. Nummer 2, unsere Kooperation mit dem Anbieter Griff Bürgel. Wir haben eine Integration in das Credit Management System Credity vorgenommen. Da sind wir sehr stolz drauf. Das ging ruckzuck. Vielen Dank an der Stelle an die Kollegen und auch an meinen Mitgründer Janis Breitwieser, der das Thema federführend getrieben hat. Credity, für die Leute, die es nicht kennen, ist eine innovative Credit Management Software, bei dem Sie jetzt auch mit Hilfe von EchoBot Connect direkt sehen können, ob beispielsweise einer Ihrer Kunden gerade Kurzarbeit angemeldet hat, weil er das öffentlich kommuniziert hat oder weil es die Mitarbeiter auf Social Media gepostet haben. Diese Information, diese Echtzeitinformation ermöglicht EchoBot im Rahmen des Kreditmanagements und da sind wir sehr stolz drauf, dass das jetzt sehr gut klappt und wenn Sie Credity ausprobieren wollen, ist glaube ich auch bis Jahresende für Neukunden kostenfrei. Also da mal vorbeischauen, freut mich sehr. Aber auch wir waren nicht untätig. Punkt Nummer 3, Internationalisierung. Ich habe es ja schon lange angekündigt, EchoBot wird international und dieses Jahr ist es endlich soweit. Wir werden im Mai starten, nicht nur mit einer komplett internationalisiert englischsprachigen Oberfläche über alle Tools hinweg, nein, wir haben auch komplett unseren Datenbestand erweitert und zwar um United Kingdom, also um UK, Schottland, England, Irland und Wales sind hier mit am Start. Und Sie können dann ab Mai auch die Connect-Version oder Target-Version, die Sie gerade verwenden, mit Daten aus UK befüttern und auch dort beispielsweise Vertrieb machen oder sich über Ihre Kunden informieren. Das Ganze ist noch nicht ganz offiziell, das heißt, Sie als Kunden erfahren es im Newsletter zuerst. Wir werden das noch groß ankündigen, sobald es auch offiziell dann vertrieblich vorgestellt wird. Sie können aber sich jetzt schon registrieren oder das Ganze jetzt schon ausprobieren, ab Mai dann eben, wenn Sie sich einfach an Ihren Kundenservice-Berater wenden. Das heißt, Sie haben dann neben dem normalen EchoBot-Target beispielsweise auch noch einen kleinen Reiter UK, wo dann alle Abfragen auch übersetzt werden können, direkt in den englischsprachigen Raum. Da freue ich mich ganz besonders drauf, weil es ist der erste Schritt in einer großen Reise, die EchoBot in der Zukunft gehen wird, nämlich zu einem wirklichen Global Player zu werden, in unserem Bereich Sales und Marketing Intelligence und ich bin sehr gespannt, wie das alles weitergeht. In diesem Sinne freue ich mich, dass Sie mir wieder zugehört haben. Bleiben Sie gesund und wie beim letzten Mal auch schon, ich hoffe, dass wir jetzt durch die Lockerungen und durch die Disziplin, die wir alle gezeigt haben, hoffentlich bald wieder zur Normalität werden zurückkehren können. Bis dahin, ich freue mich, bleiben Sie gesund, auf Wiedersehen.